Servus und herzlich willkommen auf meinem Let's Play Kanal. Ich bin der Krenia und wie es der Name vermuten lässt, dreht sich ja alles um Let's Plays. Ich bin erst seit kurzem ein Let's Player, habe auf diesem Kanal im Juli 2013 das erste Video aufgeladen. Seit da sind schon einige Videos dazugekommen. Anfangs eben mit ein paar Fails in Cube World. Au! Und selbig ist auch dann in ein wenig zombie-überflutetem Left 4 Dead 2. Warum findet er immer Idee? Ich spiele an sich eigentlich so ziemlich jede Art von Spiel. Ich muss eben für jeweiliges die Lust und Zeit dazu finden. Auf jeden Fall habe ich vor, die Let's Plays, die derzeit laufen, weiterzumachen. Und ich will auch noch ein paar dazu nehmen. Einige Sachen, die ich schon plane, stehen bei mir im Channel im Reiter über uns. Unter anderem will ich zwei Projekte mit Anno starten. Einerseits die Mission, die immer wieder wechseln in Anno 2070 und auch die Kampagne in Anno 1404. Auch die Gothic-Reihe will ich bald in Angriff nehmen. Ich mache die Videos, wie es bei mir in der Beschreibung steht. Einfach nach eigener Art. Daher, ich versuche mich nicht extra zu bemühen, irgendwas lustiger oder ernster zu halten. Das geht sowieso schief und hört sich dann nur blöd an. Ich spiele einfach so dahin und gebe dazu die Kommentare ab, die ich mir einfach gerade denke. Naja, das artet dann öfters in solchen Sachen eben aus, wie ich es hier habe. Irgendein Aufgang. Na Gott, ich finde ihn auch noch. Jetzt habe ich schon wieder davon. Nein! Lasst mich in Ruhe! Oder es kommen mal eben solche Sachen vor. Das könnte auch öfters bei mir passieren. Zusammenbleiben und überleben. Ja, das ist ja mal logisch. Oh! Ja, Minister in der Hand. Wirklich? Okay, dann machen wir so. Naja, also wenn euch die Art, wie ich die Videos mache, gefällt, dann schaut einfach öfters vorbei und seht nach, was Neues aufgeladen wurde. Liked es, wenn ihr mehr von solchen Videos haben wollt, schreibt es in den Kommentaren rein, mir direkt über YouTube oder E-Mail. Wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr einfach nur oben rechts beim Browser dieses rote oder sonstig farbige X suchen und da draufklicken. Damit würdet ihr am effektivsten von diesem Kanal wegkommen. Also wenn ihr jetzt immer noch dieses Video anseht, dann habt ihr euch vielleicht anders entschieden. Also würde ich mal sagen, ich freue mich, wenn ihr öfters bei mir hier seid und bis dann, Leute. See ya!